Hallo und willkommen zurück zu meiner Megaserie über Musikproduktion. In dieser Serie produziere ich einen kompletten Song von Anfang bis zum Ende. Das heißt, ich arrangiere, ich tausche Instrumente aus und spiele sie neu ein. Das haben wir jetzt in den letzten paar Teilen gemacht und jetzt sind wir beim Mixing. Diese Serie wird den ganzen Monat gehen, 30 Tage lang, und bei jedem Tag nehme ich dich bei einem Arbeitsschritt mit. Und heute sind wir beim Bass-Mixing, beim Bass-Abmischen, und wir werden auch noch ganz kurz vorher ein bisschen die Percussion machen. Ganz kurz, bevor wir gleich loslegen, wenn du neu bist beim Mischen, wenn du Probleme hast beim Abmischen und vor allem, wenn du viel zu lang brauchst, um einen Song abzumischen und nie fertig wirst, dann empfehle ich dir unbedingt mein PDF Speedmixing. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. In diesem PDF zeige ich dir, wie du in 10 einfachen Schritten einen Song abmischen kannst und vor allem auch, wie du ihn zügig abmischen kannst. Denn das ist das Problem von vielen, dass sie sich in Details verheddern, die eigentlich gar nicht so wichtig sind, um einen Song wirklich gut abzumischen. Und ich zeige dir auch genau, welchen Arbeitsschritt du nach dem anderen machen solltest. Also Speedmixing, unten einfach runterladen, hat schon vielen weitergeholfen. Und jetzt geht's los. Wir haben gestern die Drum-Produktion fertiggestellt, das waren Addictive Drums, und jetzt möchte ich den Bass mischen. Dieses Instrument war auch ein virtuelles Instrument, der Originalbass, das war nur ein Cello, da war gar kein Bass eingespielt, deswegen habe ich es über Native Instruments eingespielt und jetzt gebounced als Wave-Spur. Und jetzt möchte ich auch gucken, wie kann ich den Bass noch ein bisschen knackiger kriegen. Ich habe schon ein Virtual Amp drüber gebaut, aber vielleicht kann ich jetzt doch noch ein bisschen mehr Präsenzen rausholen oder ein bisschen mehr Punch, je nachdem, was er braucht. Wir hören uns den einfach mal zusammen mit den Drums an, vielleicht gerade hier beim Vers. Er gefällt mir ganz gut, aber ich denke, man kann noch ein kleines bisschen mehr rausholen. Ich gebe dir jetzt ein paar generelle Tipps zum Bass abmischen, die aber sehr, sehr grob sind. Nur, ich finde, wenn du mit EQ arbeitest, ist es immer ganz wichtig, dass du so ein bisschen weißt, für jedes Instrument hat so ein paar spezifische Bereiche, wo man oft zumindest zum Ziel kommt. Zum einen ist es, wenn du unter 100 Hertz anhebst, dann kannst du deinen Bass meistens fetter machen. Ja, ich heb mal breitbandig an, damit du hörst, was ich meine. Okay, um die 200, 250 Hertz bekommst du oft mehr Punch. Ja, hebe ich auch mal an hier. Ah. Also hier ist er schön knurrig, das gefällt mir schon mal sehr gut. Den werden wir nachher wahrscheinlich anheben. Und ähnlich wie bei Drums, bei der Snare Drum zum Beispiel, um die 5K, um die 5000 Hertz, kannst du noch ein bisschen mehr aus diesen Anschlaggeräuschen rausholen oder vielleicht auch, wenn auf den Pickup-Clap haut hier. Ich glaube, das hört man hier hinten im Outro nochmal besser. Hörst du das? Diesen Pickup-Clap habe ich gemeint, wenn der hier so knackt. Also auch da können wir versuchen, ein bisschen anzuheben. Ich möchte das jetzt aber nicht mit dem Channel-EQ machen, also mit einem normalen EQ, sondern mit einem, oder parametrischen, sondern mit einem hochwertigeren EQ, um den Klang einfach noch auch ein bisschen einzufärben, und dazu nehme ich gerne den Vintage Console EQ hier in Logic. Selber in deiner DAW nimmst du einfach den oder deinen Lieblings-Equalizer, den du gerne benutzt zum Abmischen. Mit so einem EQ zu arbeiten hat zwei oder fast sogar drei riesige Vorteile. Erstens mal klingen diese EQs meistens sehr, sehr gut, wenn es gute Emulationen sind. Dieser hier zum Beispiel emuliert die Hardware-Unit von der SSL-Konsole. Und er klingt wirklich fantastisch. Das Zweite ist, du hast hier nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten wie beim parametrischen EQ. Das heißt, und auch kein Analyzer. Du mischst also nicht mit den Augen, sondern du hast hier einfach drei Regler oder eigentlich nur drei Frequenzen, an denen du arbeiten kannst. Das limitiert dich schon mal. Das heißt, das spart auch Zeit. Du hast also schlicht weniger Auswahlmöglichkeiten und bist schneller fertig. Ja, und kannst dich nicht in Details verheddern. Das ist immer so ein großes Problem. Ich kann hier einen kleinen Low-Cut machen. Bei 50, oder was heißt, ja, ich mache einfach einen Low-Cut bei 50 Hertz. Das kann erstmal nicht schaden. Und dann haben wir gesagt, okay, um die 250, der geht hier bis 220, ein bisschen anheben. Da war dieses schöne Knurrige, was wir gerade eben gehört haben. Und im Mitgehen, so um die 5K, war dieser Pickup-Clap, dieses Anschlaggeräusch, was da ganz gut rauskam. Hören wir mal hier hinten nochmal rein, da hört man es, glaube ich, ganz gut. Ein High gehen lasse ich weg, werde ich wahrscheinlich jetzt nicht machen. Und ich werde vielleicht noch ein bisschen den Drive hier reinfahren. Das ist so ein bisschen Vintage Saturation, dass der Sound, um den Sound einfach ein bisschen anzufetten. Okay, los geht's.
Also subtil, aber ich finde, man hört schon, er ist hier unten ein bisschen fetter. Mir gefällt insbesondere um die 220 Hertz dieses knurrige Schöner. Er kommt gut mit der Bassdrum zusammen und über den Drive habe ich noch ein bisschen Sättigung reingefahren. Schalten wir mal die ganze Band dazu, weil wir wollen ja nicht nur diese zwei einzelnen Instrumente hier gut machen. Vielleicht mal hier im Vers. Okay, also mir gefällt das jetzt wirklich sehr gut und ich denke, du hast es auch hier zusammen mit der Band gehört, dass es wirklich, dass der Bass wirklich hier einiges gewinnen kann durch diese EQ-Bearbeitung, die wir hier gemacht haben, insbesondere auch durch die warme Sättigung. Er kommt schön warm, er kommt schön knurrig, er kommt sich hier bis jetzt mit keinem anderen Instrument in die Quere, insbesondere die Bassdrum habe ich jetzt auch hier noch gut gehört. Ich bin zufrieden jetzt, wie mein Bass klingt und jetzt würde mich natürlich interessieren, wie mischst du deine Bässe eigentlich ab? Benutzt du auch virtuelle Instrumente manchmal zum Bass programmieren, so wie ich, wenn gerade kein Bassist da ist oder schwörst du drauf, Amps abzunehmen? Das würde mich sehr interessieren, schreib mir das bitte mal gerne unten in die Kommentare. Wenn dir das Video hier gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben oder wenn du es mit jemandem teilst, dem es auch weiterhelfen könnte. Morgen geht es dann weiter mit dem nächsten Teil. Ich hoffe, ich sehe dich dann. Ich bin Martin und bis bald.